Es ist immer eine Reise wert, nach Berlin zu kommen. Vor allem, wenn wir hier in einer U-Bahn stehen, wo es extra für die Touristen und für die Leute sozusagen aufgebaut worden ist. Dieser Bahnhof, wo wir uns gerade befinden, heißt mit dem Namen Museumsinsel. Kostet etwas mehr als eine halbe Milliarde. Und jetzt könnte man sagen, Berlin ist reich, obwohl Berlin sehr, sehr arm ist und verschuldet ist. Und jetzt könnte man sagen, hier ist alles sauber. Es ist hier alles sauber, aber wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Ja, das kann ich euch zeigen, ne? Ohne dabei die Gesichter zu zeigen. Und das ist kein Einzelfall. Weiter hinten gibt es auch noch Leute, die übernachten. Hier ist es warm, hier ist es kuschelig, hier sieht es gut aus, die Beleuchtung ist wunderschön. Aber sehr, sehr viele vergessen, dass nach Corinna und noch ein paar anderen Ereignisse sich Berlin wirklich gewandelt hat. Berlin ist Los Angeles. Ja? Nicht auf dem Weg dahin. Nein, Berlin ist zu Los Angeles geworden. Ab und zu hängen ja auch noch ein paar Jüngere ab, machen Fotoshootings und TikToks. Ja? Aber hier gibt es auch eine ganz, ganz andere Realität. Ne? Hier nochmal von der Seite. Ja, sodass ihr auch seht, hier wird hier nichts verschwiegen. Und ich zeige euch ja so, wie es ist, die Realität halt. Ne? Ungeschminkt und unzensiert. Ja. Gehen wir mal hier. Ja. Sieht man nicht, gut verdeckt. Ja, das ist hier die Realität in Deutschland, das hier. Und das sind nicht irgendwelche Backpacker, ja? Irgendwelche Backpacker, sondern das sind Leute, die es einfach schwer haben, die keine Übernachtungsmöglichkeiten haben. Das sind sogar keine Obdachlosen oder so. Das sind die ganz normale Menschen, die ihre Wohnung verloren haben. Schaut mal, die sehen auch zum Teil sauber aus. Ja, die Tasche, die Latschen, ist alles sauber. Ja, das sind hier so die Zustände in Berlin. Ja, ja, ein paar Bänke hinten. Ich freue mich auch schon übrigens auf die U-Bahn-Videos, ne? Ab Dezember, Anfang Dezember. Ab dem 1. oder 2. Dezember werde ich natürlich wieder auch so U-Bahn-Videos bringen. Ich werde euch die Infrastruktur in Berlin zeigen, wie die U-Bahnhöfe wirklich aussehen. Das ist hier, wie gesagt, hier ein 630 Millionen U-Bahnhof. Ja, 635 Millionen Euro U-Bahnhof. Ja. Dementsprechend sieht es auch sauber aus hier. Aber ihr wollt nicht, also ihr wollt sehen, oder besser gesagt, ihr wollt nicht wissen, wie es in Neuköllner, auf so Neuköllner U-Bahnhöfe aussieht und Wedding und Kreuzberg. Und das werde ich euch bald, schon bald zeigen. Ne? Sobald die Jackensaison, sobald die Kälte kommt und die Jackensaison beginnt, werde ich euch natürlich zeigen, was in Berlin so wirklich abgeht. Ihr seht es ja hier, ist eigentlich relativ sauber. Ein paar Kippen ist jetzt nicht viel. Ja. Der U-Bahnhof ist relativ sauber. Auch der Schacht, der U-Bahn-Schacht auch. Hier alles super beleuchtet. Kameras, alles richtig gut gebaut hier. Sehr, sehr teuer hier, auch die ganzen Gelder verballert. Und hier nochmal eine Rampe. Ja, allein so eine Rampe kostet 2000 Euro, was auch immer das ist hier für die Gleise. Tja, das Schacht, da kann man sich ein eigenes Studio bauen und da würde keiner mitbekommen, ne? So irgendwo an der Seite. Ja, und so ein bisschen auf Mafiosi. Und ihr seht auch natürlich hier, habe ich euch schon mal gezeigt, den U-Bahnhof hier. Aber ich zeige es euch nochmal. Wir haben hier Sternenhimmel. Allein der Sternenhimmel hat 100 Millionen gekostet. Weiß ich gar nicht. 180 bis 100 Millionen. Schaut mal bitte. Und das sind Lichter und das sind Energien, die jeden Tag an sind. Ja, dafür hat Berlin Geld. Ja, aber es lässt sich nicht vermeiden und man kann es nicht mehr verstecken. Obdachlosigkeit, Kriminalität, hoher Drugskonsum. Und natürlich Leute, die ihre Wohnungen verlieren, so wie die zwei Herrschaften, Mann und Frau sind es übrigens, ne? Die dann da hausieren. Schaut euch bitte die Beleuchtung an, wie reich die Beleuchtung aussieht. Hier nochmal Sternenhimmel. Das sind hier zweimal, was ist das hier, 50 Meter, 100 Meter? Zweimal 100 Meter? Ja, alles vom Feinsten, mit Marmorplatten, sehr, sehr guten Beleuchtung. Bänke, Mülleimer, alles sauber und clean für die Touristen. Hier diese Informationsstelle auch.
Ihr seht hier auch alles sauber und so, wa? Wir gehen das nächste Mal zum Hermannplatz. Ab Dezember. Wir gehen wieder zum Wedding. Wir gehen wieder in die Ecken, wo es nicht so gut ist, wo sie nichts machen. Ja? Hier Automaten, super sauber. Ihr seht es gerade, ne? 635 Millionen. Etwas über eine halbe Milliarde. Und schaut mal, das ist ja nicht nur hier so. Wir sehen mal ganz kurz. Diese Platten haben sie hier überall verbaut. Schaut mal. Und die Lichter. Guckt euch die Lichter an. Das ist offiziell einer der teuersten, nicht der teuerste. Ich glaube, Bundestag war das teuerste. Ja, da wo die Regierung sitzt. Schaut mal bitte die ganzen Lichter an. Hier, schaut mal. Und hierher kommen Leute zum Übernachten, weil sie ihre Wohnung verlieren, weil die Wohnungsnot sehr hoch ist und den Neueinkömmlingen alles gegeben wird. Was natürlich nicht schlimm ist. Es ist nicht verkehrt, Leuten zu helfen. Aber wo sind die eigenen Leute? Ja, ist immer meine Frage. Ich zeige euch mal kurz die Lichter. Guck mal hier. Das sieht aus wie bei einem Fürsten zu Hause. Ja? Wie so eine Loft, wie so ein Penthouse. Das ist nur ein scheiß U-Bahnhof. Das ist unglaublich. Ja? Schaut mal hier. Schaut mal hier die Beleuchtung. Überall. Überall. Also so ein scheiß Licht kostet 2000 Euro. Ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich heule nicht rum. Ich zeige euch noch ein bisschen, was da abgeht. Ja, schaut mal, die Rolltreppen vom Allerfeinsten. Seht ihr das? Ich zeige euch mal ganz kurz die Rolltreppen. Da waren jetzt keine Lichter dran, hier sind Lichter dran. Schaut mal. Schaut mal. Wer braucht das? Was soll das? Wie gehen die mit den Steuern um? Schaut mal bitte. Seht ihr das? Gegenüber auch übrigens, ne? Das sind hier so Hightech-Rolltreppen, Alter. Licht hier, Licht da. Museumsinsel hier, Museumsinsel da. Schaut mal. Der U-Bahnhof glänzt mehr als die neuen Klamotten, die ich mir gekauft habe. Das meine ich, das ist schon krass. Ja, und wenn es euch zu deutsch ist, dass ich mich da aufrege und ihr denkt, ah, der ist ein bisschen neidisch. Nein, darauf kann man nicht neidisch sein. Es ist eine Schande, was hier passiert. Ja. Palast der Republik, das ist das neue Ding. Das alte haben die abgerissen und einfach ein neues Ding raufgeklatscht. Im alten Stil. Auch wieder Steuergeld. Schaut mal. Creme de la Creme Lichter. Überall Creme de la Creme Lichter verbaut. Schaut mal. Überall so komische Sitze. Damit ja Berlin Mitte sehr, sehr gut aussieht und dass die Touristen keinen Verdacht schöpfen, wie am Arsch Berlin eigentlich ist. Schaut mal, hier verbauen die sogar Kameras. Ja, damit in Berlin Mitte nichts passiert. Schau mal, Hightech, wenn das Ding angeht, denke ich, wäre irgendwo in Japan, Alter, in der Zukunft, 2036. Diese Art von Rolltreppe habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Ja? Selbst nicht in Dubai oder Abu Dhabi. Nicht so, auf gar keinen Fall. Clean. Und hier wackelt auch nichts. Und ich spüre ja auch keine Erschütterung, nichts. Das Ding ist wie mit dem Messer durch die Butter. Ja, also schau mal, die Steine. Das sind echte Steine, da klopft nichts, ja, aus Plastik oder so. Das ist alles echt, ja, an jeder Ecke Kameras und hast nicht gesehen, ja. Monatliche Wartungen hier, hier wird alles schön sauber gemacht jeden Tag, obwohl man hier nichts sauber machen muss, ja. Mir tun natürlich die Leute leid, die Leute tun mir leid. Wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite, das war nur eine Seite. Ich zeige euch mal ganz kurz die andere Seite. Ja, die sieht noch besser aus, gehen wir mal kurz runter. Schaut mal, wie modern die U-Bahn aussieht. Ja, also, das sind die neuesten U-Bahnen. Ja, 1 Million pro Waggon. 1 Million. Schaut mal. Soweit ich weiß, zwischen 800.000 und 1 Million Euro für einen einzigen Waggon. Und da waren 12 drauf. Ja, ja. Neue U-Bahn ist nicht schlecht, aber warum nicht überall? Warum nur hier? Wieso investieren sie nicht in andere U-Bahnhöfe? Ja, sogenannte Junkie-Bahnhöfe. Ja, dann kann man sie vielleicht umändern und den Leuten vielleicht eine Alternative bieten, damit sie nicht mehr in den U-Bahnhöfen abhängen. Nein, machen sie nicht, wollen die nicht. Wollen die nicht. Die wollen ihre ekligen Ecken haben und die wollen so eine schöne Ecken haben wie das hier. So. Hauptsache Touristen sehen ja, okay, Berlin ist noch ganz cool drauf. Berlin ist modern. Junge, Berlin ist am Arsch. Schau mal, das ist die Dualität. Guck mal, das ist Berlin. Seht ihr das? Das ist Berlin. Gehen wir mal auf die andere Seite. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Jetzt auf der anderen Seite, die zweite Ecke. Mehr Schein als Sein. Zeige ich euch mal ganz kurz.
Hier auch genau dasselbe Spiel. Mit den Lichtern. Ja. Schaut mal, wie sauber und hübsch das hier ist. Und wie teuer das Ganze war. Hier auch nochmal mit den Rolltreppen. Muss ja alles einheitlich aussehen. Ja. Also wirklich. Ne? Jedes so ein Licht hat hier so einen eigenen Schraubenschlüssel. Eingang. Damit die schön in Ruhe aufmachen und schön sauber machen. Dutzend Kameras an jeder Ecke. Schaut mal. Guckt mal hier. Boah, was ist das, Freunde? Was ist das? 635 Millionen hättest du Obdachlosen geben können und du könntest dafür sorgen, dass jeder eine Unterkunft hat und alle wären im Trockenen und Sauberen. Nee, wir brauchen so einen Bahnhof. Ich reg mich nicht mehr auf, Freunde. Ist nicht gut. Schaut mal bitte, was hier los ist. Moment. Also ich freue mich wirklich auf meine U-Bahn-Videos demnächst. Ich werde euch alle U-Bahnhöfe zeigen. Ich werde euch alles zeigen. Die Wahrheit. Alles das, was bei uns abgeht. Und wie es vor allem aussieht. Ja, da müsste ich aber noch gedulden. Weil ab Dezember, ab November, Ende November, Anfang Dezember ist wirklich kalt. Ja, wo man sagt 0 Grad, manchmal minus 1. Und dann kann man nicht mehr, muss man nicht mehr so oft draußen rumlungern. Dann kann ich euch sehr viele U-Bahn-Videos bieten. Und schaut mal. Bro, das hier lebt die Queen oder was ist das hier? Also komplett futuristisch und ne? Das ist doch nicht mehr normal. Die Treppen dort hinten auch nochmal. Auch gleich. Wir müssen da nicht mehr hochgehen. Aber ich zeige euch nochmal ganz kurz. Ja? Selbst die Tür wurde aus Marmor hergestellt. Wisst ihr, was so eine verflixte Tür kostet? Ich nicht. Ja, einmal in die Kommentare. Überteuerter Bahnhof, nur um zu zeigen, Berlin-Mitte, uns geht es gut, neben das Regierungsgebäude und alles andere in den Schatten stellen. Ja? Sie bauen um sich herum schön und gehen aber nicht mal einmal einkaufen. Das machen die. Ja? Guck mal, das sind auch nochmal 50, 60 Meter hier. Ja? Moment, das sind 10, 20, 30, 40 Meter sind das. Ja. Ja, unterirdisch, Creme de la Creme, wie es gebaut wurde, sehr symmetrisch. Ich denke, ich komme mir vor, als wäre ich irgendwo in der Pyramide. So sauber ist das, so symmetrisch gebaut wurde das hier. Das ist schon krass. Ist schön, klar, ist schön. Auf einer anderen Seite ist das doch schön. Wir brauchen nicht meckern. Aber diese ganzen Gelder, wo gehen die hin so? An einen verflixten U-Bahnhof. Ich fass es nicht, Alter. Schaut mal. Na? Schaut mal bitte diese kleinen Lichter an den ganzen Dingern hier. Seht ihr das? Das sind nicht irgendwelche LED-Lichter. Ja, es sind hier wirklich so Creme de la Creme-Lichter. Die leuchten hier 24/7, jahrelang. Das war's mal, das, mein lieben Freund. Ich wollte euch so ein bisschen zeigen, was hier so abgeht. Ja? Es ist schön. Es ist auch eine Reise wert. Aber ihr wollt nicht wissen, wie es woanders aussieht. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Mallorca oder an Ägypten. Auf der Hotelanlage ist das alles schön. Aber wenn du etwas weiter außerhalb gehst und weg von dem Resort gehst, ein bisschen weiter reingehst, dann siehst du die Wahrheit. Dann siehst du das wahre Gesicht. Genau so komme ich mir vor. Genau das erinnert mich daran. Malle ist schön. Der Strand ist auch schön. Haben die natürlich auch schön zugerichtet. Angerichtet, aber wenn du weiter rausgehst, ist Spanien auch nicht mehr schön. Ja, da gibt es auch Gebäude, die halten nicht. Viele Gebäude, die einsturzgefährdet sind. Ja, egal wo du bist, die Infrastruktur ist schlimm. Ja, und wir in Deutschland sind nicht besser. Das werde ich euch alles zeigen. Ja, die kaschieren das hier sehr, sehr gut. Ja, in Berlin-Mitte. Ja, wenn ihr wollt, zeige ich euch nochmal den Bundestag im nächsten Video. Könnte ich eigentlich ruhig auch nochmal machen. Ich würde sagen, das war's hier mit so einem 10.000 Euro Licht. Habe ich gerade gegoogelt. So ein Licht hier kostet 10.000 Euro, kostet nicht einen Tausender. Ja? Knapp 10.000 Euro so ein Scheißding. Und schaut mal, wie viele davon es gibt. Ja. Ja. Freunde, das war's mit meiner Art und Weise. Verzeiht mir, dass ich sehr so unterhaltsam bin manchmal. Ja? Eine unterhaltsame Art und Weise habe. Also das ist mein Stil. Ich will nicht alles dramatisieren. Ich will auch darüber lachen können. Und ja. Ich bin ja auch irgendwo Unterhalter.
Danke euch fürs Zugucken. Mein Name ist J6, All in the Mix. Wenn es euch gefällt, abonniert und lasst ein bisschen Liebe da. Ich lese mir natürlich alles durch, wie immer. Ja, bis zum nächsten Mal. Das ist die Realität hier in Berlin. Das ist das wahre Gesicht. Ich repräsentiere das wahre Gesicht. Keiner von ARD, ZDF macht das. Keiner würde hier runterkommen und das zeigen. Ja. Geschweige von den ganzen abgefuckten Orten. Ja. Die kommen noch und die werden kommen. Ich werde euch Baustellen zeigen in Berlin, die seit Jahren da sind. Ich werde euch Stationen zeigen, wo da immer noch Baustellen ist, wo da nichts gemacht worden ist. Ja. Weil das Geld nicht fließt. Weil die keinen Bock haben auf diese Station. Bis zum nächsten Mal. Six All in the Mix. Grüße aus der zweiteuersten oder sogar die teuerste, weiß ich gar nicht, U-Bahn-Station Berlins.